minute. Who are you? Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, liebe Angestellte. Keller, neues Prime Moments. Zeno, Raoul, SBB, Rünchen. Tja, Ladies, die Moments sind am Start. So, natürlich direkt den Zenor hier uns erhaschen und tasten. Ich weiß gar nicht, was der aktuell kostet. 1,7 irgendwie so, 1,5. Ich weiß es nicht. Die Karte sieht sehr, sehr nice aus. Viele Moments wurden ein bisschen abgeändert. Ich weiß nicht, was bei ihm da so jetzt der Stich war. Vielleicht weiß er unser Gegner für heute. Herzlich willkommen, Tone, was geht? Servus, Freunde. Servus, Steini. Freut mich hier zu sein. 90 Tempo, 94 Schießen. Der Mann sieht knackig aus. Und wir kennen Raoul, wir mögen Raoul und ist ein Schalker Jung, gell? Ist ein Schalker, Ex-Schalker. Würde mich hier selber eine positive Bewertung freuen, Ladies, falls ihr mehr Bock habt auf solchen Stuff. Seid sehr gerne unten auch in die Kommentare reinballern. Video bei Tone abchecken. Link ist unten drin in der Beschreibung. Selbstverständlich. Wo, weißt du, was an der Karte anders ist? Haben die was an der geändert, abgesehen vom Bild? Pass auf, ich schau jetzt mal nach, weil das interessiert mich echt, okay? Lass mal kurz schauen. Mhm. Raoul letztes Jahr 91 Tempo, jetzt hat er weniger Tempo. Okay. Er hat gleich viel Schießen, er hat gleich viel Passen, er hat gleich viel Dribbling, er hat weniger Physis. Der Raoul ist schlechter geworden. Ja, super, haben sie ihn einfach schlechter gemacht. Ey, da geht er wieder spitzenmäßig, super Arbeit. Meine Fresse, du, ey, das kannst du dir nicht aussehen, du ehrlich. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so. Ja, ich habe auch gedacht, besser gemacht. Wahrscheinlich alles schlecht, aber Gesamtrating hoch so auf Undercover. Ja. Kannst du dir nicht aussehen. Ah, komm. Wir gehen rein direkt, verlieren wir nicht viel Zeit. Komm, ich halt bei dir rein. Du spielst die 4, 3, 2, 1. Ja, ich halt rein. Also, ja, linker Stürmer. Passend zu Raoul haben wir einen Spanier. Das ist Brahim, der gute alte Mann von AC Mailand. Und dann haben wir rechts im Mittelfeld einer, der bei Leverkusen gut abgeht. Und das ist Diaby. Ich sehe ihn schon bei Paris und dann nächstes Jahr auch wieder rausfliegen im Achtelfinale. Aber noch Front. Spaß. Ey, ich habe überlegt, aber ich dachte mir, bei diesem Brahim Diaz, da hast du da auch den ZM genommen, den ZOM da. Mhm, ich habe Gil und Vasquez. Sehr gut, danke schön. Vasquez ist auch guter Call gewesen. Stimmt. Eigentlich ja. Ich muss sagen, bei deinen, na, du hast ja echt gut schon mal einen guten Pick gehabt, theoretisch. Aber ich muss sagen, bei dir war ich komplett lost, so. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ja, wahrscheinlich ist das am Ende richtig. Du hast mir ein bisschen Angst gemacht, sag ich dir ehrlich. Und ich glaube, du hast den. Ich würde die beiden gerne wieder vereinen. Julian Draxler und Zenor Raoul. Und daneben Ben Yedder. Ah, hast du cool gebaut. Zenor Draxler. Ich habe einen deutschen Spieler auf dem ZOM-Steini. Der heißt Julian... Nein, Spaß. Nee, ich habe Florian Wirtz und Lewandowski. Boah, ich wollte schon sagen, Alter, ey. Mal. Ja, dann das passt das halt. Ja, ey. Draxler, ey. Super Vorlage da in diesem. Weiß gar nicht, was das da war für ein Spiel, ey. Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für die nächste Runde. Ich habe einen Spieler aufgeschrieben, der hat mich in einem anderen SB so genervt. Der muss auf die Tafel. Und ich kann mir vorstellen, dass du den vielleicht sogar hast. Mal gucken. Fang mal mit der Mitte an. Du hast doch wahrscheinlich eine Icon aufgeschrieben, oder? Ich schreibe wirklich nie Icons auf, weil. Okay. Ich weiß, es gibt so viele, das irgendwie. Ich treffe da nie was. Mitte Frank Lampard, hör mal. Den habe ich in meinem Prime Icon Pack gehabt. Da habe ich mir richtig gefreut drüber. Super. Links. Den alten Hasen nochmal, den Parejo. Mhm. Und rechts ist ja klar dann. Engländer. Ne? Ist ja klar, wer dann kommt. Guendouzi. Engländer ist klar, wer kommt. Guendouzi. Ach so. Ich habe Cacarenz, oder wie der heißt, so ein Franzose. Savigné, ja. Und Kanté. Habe ich drei Franzosen komplett. Oh. Ja, daneben gegriffen. Super. Oh. Ja, man muss. Mittlerweile musst du gucken, wie du baust. Ja, safe. Ich hoffe, man kann mein Krickelkrackel hier lesen, beziehungsweise mein Stift geht langsam leer. Ja. Aber das sollte passen. Okay. Ich hab ja theoretisch auch noch einen Icon-Spot, den ich benutzen kann, aber den habe ich noch nicht benutzt, weil wir gehen mit Tolisso erstmal. Das ist schon auffällig, aber hoffentlich bleibt der Mann. Der ist jetzt auch weitergekommen mit den Bayern. Dann haben wir Fabian im Mittelfeld. Und zu guter Letzt haben wir noch die zweite Variante von diesen Elmers. Und der ist echt, Leute, in-game eine sehr, sehr stabile, ich wollte sagen Waffe, aber das ja auf jeden Fall ein guter Spieler. Ich bin zu sehr auf den Icon-Dings gegangen. Ich wollte aber Tolisso kurz drüber geschleift. Ich hätte wahrscheinlich einen Kunku aufgeschrieben. Desailly, Tonali, Aue. Dankeschön, Dani. Tolisso, not mit good, dem habe ich schon nicht mehr gerechnet. Not good. Da habe ich schon den Bronze-Torwart gesehen. Ja, ich habe blind reingeschossen, sage ich dir ehrlich. Und ich habe den Stift gewechselt. Sollte auch schon Stift gewechselt? Ja. Okay. Okay, mein Luka Modric, meine Figur, Wackelkopf, der hilft mir, weil der hat Paris rausgeschossen. Steini, Linksverteidiger, der hat theoretisch jetzt noch eine andere Timothy-Karte, aber ich habe jetzt erstmal Hernandez genommen, den Theo. Das ist übrigens mittlerweile besser als der Bruder, finde ich, als Lukas, also viel besser sogar. Und Rechtsverteidiger gehe ich nicht, mit wem bin ich denn gegangen? Es ist, Steini, schau mal, es ist ein silberner Rechtsverteidiger, aber Silver in Form, da war schon dieser Silverstar, oder wie man dazu sagt. Ja, Franzose, Ligue 1, konnte man sich freispielen.
74er Rating. Sedaka. Super. Team of the Week. Oder? Mukiele Cole. Sehr, sehr, sehr tief. Ich weiß gar nicht, darf man Silber überhaupt spielen? 74er? Hernandez über. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich habe noch nicht darüber aufgeschrieben. Ja, hältst du rein? Ja, ist drin, der Laden. Ist drin, der Schuppe. Mhm. Komm, ich mach kurz und schmerzlos. Links, Jordi Alba, rechts, Klaus. Ich dachte, Klaus habe ich schon mal im Kopf, dass du den irgendwann mal gegen mich gespielt hast. Und ich dachte, weil du vorhin auch Mukiele aufgeschrieben hast, gerade gegen mich, dachte ich vielleicht sogar schon dieses psychologische Ding. Mukiele auf der Tafel und, ach, irgendwie so ein loster Typ. Jordi Alba! War klar. Keinen anderen gehen. Gefunden, Alter. Nee, und weißt du, was das Coole ist? Auf Außen, ein Bronze-Torwart ist schon sehr belastend. Schon sagen schon. Okay, Leute. Übrigens, wenn mich meine Oma sehen würde, wie ich die Cap gerade trage, die würde mir eine Backpfeife geben. Das ist Anna Shepard. Aber Steini, jetzt muss ich dir eine abwendende Backpfeife geben. Boah, ich weiß nicht, ey. Hältst du rein? Hast du Liga gewechselt nochmal oder hast du eine genommen, die schon besteht? Ich muss ehrlich sagen, ich bin in die Premier League gegangen. Also ehrlich. Aber in der Premier League gibt es viel Auswahl, so ist nicht. Tomori, Smalling, Ramsdale. Oh, ich habe Tomiyasu, Gabriel von Arsenal und... Na, Spaß, ich habe Rüdiger, Christensen und Mandi, du hast einen behalten, Mann. Aber das war echt gefährlich, dass dein Torwart... Ja, auch im Nachhinein dämlich. Hätte auch einfach Serie A-Keeper nehmen können. So, aber ich dachte mir, komm, mach nochmal noch eine Liga rein. Auf komplett bescheuert. Ja, okay. Ja, lucky. Lucky, lucky. Lucky Luke. Bei dir habe ich keine Ahnung. Ich habe 10-mal gerade gewechselt, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe noch meine Icon theoretisch. Und ich habe einen Spieler dieses Jahr noch nicht gespielt, Leute. Und letztes Jahr, also ich mag den sehr gerne im Real Life auch. Es ist Nemanja Vidic. Der ist einfach ein klasse Mann. Innenverteidiger Prime Icon. Dann habe ich rechter Innenverteidiger. Bin ich jetzt einfach mal mit Endika gegangen. Der ist auch bei 200k immer noch. Also echt immer noch ein starker Spieler anscheinend in FIFA. Und im Tor konnte ich jetzt einen Bundesligaspieler nehmen oder einfach einen Französin. Und es ist Lafont geworden. Meine erste Wahl war Manier, Kier und Kotzer. Die zweite war Ferdi Tomori Ramsdale. Hast einfach das aufgeschrieben, was du im Team hast. Ja, ich weiß auch nicht. Ey. Ich dachte, du nimmst den Link zu Hernandez halt irgendwie mit noch in grün oder so. Oh, keine gute Leistung von mir, ne? Aber hast du clever gebaut, muss man sagen. Also du mit Full und ich mit einem Keeper. Na gut. Ja, gleich die Nase vorne, aber mal schauen, ob die Nase danach immer noch vorne ist. Wir können mal Gas geben jetzt. Wir gehen rein, Ladies. Die sind alle da, um Raoul anzufeuern. Versteht man auch. Ach, da ist ja der Keeper, ich Idiot. Echt? Mhm. Der Ramsey. Bitte kein. Wolf! Rot! Schau vor, gib dir. Warte mal. Oh, hast gezittert, sei ehrlich. Alter. Ich hab wirklich gezittert. Weil ich weiß noch, wo ich gegen dich mal rot kassiert habe, ist mein Eusebio geflogen. Ja. Nein! Was machst du? Komm! Ja, Jungs, jetzt! Ihr habt einfach vermasselt! Einfach lost! Hast du echt schon. So viel? Nein! Aber den ersten holt er so gut wieder, ne? Ramsdale ist so stark. Es war ein lucky Abstauber, aber... Ja, auf der Gegenseite bin ich wieder zu blöd, ey. Was spielst du für Bälle? Bitte, Jungs! Was passiert, Steini? Ich hab keine Ahnung, Alter! Ich weiß überhaupt nicht, wo der Ball hier ist, ey! Ich check... Er bleibt schon anfangen gleich. Beruhig dich mal kurz. Was ist denn hier los? Was war das für eine Flanke? Bruder! Hast du die Latte gestriffen gerade oder war das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wer da geschossen hat. Echt? Ja, ich kann das noch easy bestellen, aber. Oh, warte. Guck mal, das. Was ist denn das? Guck mal! Bro, Alter, willst du mich verarschen? Ich krieg keinen Ball! Das ist. Ich werd hier langsam sauer, ne, mit den Abprallern hier. Jetzt Raoul, geh. González! Wie heißen seine Vornamen, seine ganzen? Hat er mehr? Raul González Blanco. Blanco, du bist ein Superman. Ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe es. Ich habe das Spiel wieder komplett verlernt, ey. Und ich krieg keinen Abprallerball! Das gibt's doch nicht! Ich krieg Was ist denn das für ein Spiel? Mal ohne Spaß, Alter! Jeder Abpraller kommt zu dir, egal wo du läufst. Das ist echt so. Ich hab Magneten ständig. Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber ich hab total Spaß an FIFA, muss man sagen. An Gameplay. Ey. Ich bin kurz davor, meinen Controller einfach kaputt zu machen, ne? Ey, es kann doch nicht wahr sein. Das ist, als wenn ich ein ganz anderes Spiel. Guck dir, Mann! Ich bin gerade so sauer, dass ich einfach nicht besser spielen kann. Ja, das liegt ein bisschen an mir, aber auch sehr, sehr viel an dem Spiel! Ey, ey, ey.
Bro. Es wird doch wohl ein Pass irgendwo hinkommen, wo ich hinspiele, oder? Ey, ich bin so mad gerade, das gibt's überhaupt. Guck dir das mal an! Dreckige Ba. Alles rausschneiden, Mirkan. Ja. Oh mein, ich habe rot getroffen, Stani. Bro, was? Ich weiß nicht, das Game will mich einfach nur noch verarschen, ohne Scheiß. Als wenn die genau wissen bei mir. Ich meine, Packs sind alle Scheiße, die ich ziehe. Ich ziehe nur noch Müll. Als wenn die bei mir auf den Knopf gedrückt haben, der Junge wird alles, aber keinen Spielspaß mehr haben. Meine Fresse, Alter. Guck mal, weißt, was der vorher für Dinger hält. Weißt du, was ich wundert? Schau mal, es ist Nemanja Vidic, Innenverteidiger, hat 50 Schießen. Ich habe rot getroffen. Er geht absolut so ins Eck. Ohne Sinn. Ich raff das nicht. Ich habe heute Aufnahmen gehabt. Ich weiß nicht, ich habe 20 Gegentore kassiert in 24 Stunden. Ich glaube, in 24 Stunden. Das ist das nächste halbe Team, was mir umgeht. Ich habe keine Münzen mehr, nichts mehr. Jetzt trefft noch Raoul, dann bin ich pleite. Ich habe 120.000 noch auf der Uhr. Ja, du kannst. Ah, oh, ich habe 5 Picks gehabt. Vor allem, ich habe wirklich einfach mal mit Beach. Das war so laut, dass dieses Tor das fünfte war. Das hat mir selber wehgetan. Boah. Puh. 5 Picks. Ganz ehrlich, ich will deinen Raoul auch nicht treffen oder deinen. Wenn du hast noch alles im Team. Daniela, POTM, Tag 2 SPC, krieg ich auch nicht wieder. Ja, moin. Also. Du, der Rest ist eigentlich. Weißt du, du hast 4-3-1-2, gell? Ich nehme als erstes mal die beiden Stürmer. Da ist auf jeden Fall Daniela schon mal weg, oder? Ja, bin ich auch froh, dass der weg ist. Ich nehme das Dreikind im Tor: Torwart, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Ja, es ist kein Raoul. Okay, damit bin ich selber froh mit, weil du hast gefühlt alles, was du hattest, abgestoßen. Aber wen habe ich getroffen? Peñeda war stark für das eine Spiel auf jeden Fall. Draxler war auch cool. Sind die beide weg? Smalling und Tomori OTW. Und Draxler hast du als SBC abgeschlossen? Oder? Ja, ja. Gebe ich ab. Was soll ich machen? So, Spieler sind drin. Rein ins Gold-Upgrade-Abenteuer hier. Oh Mann, es tut mir leid, Alter, dass ich so am Rummotzen bin in der Folge hier, aber ey, manche Sachen müssen einfach mal raus, ne? Was soll ich machen, Alter? Ey, ja, muss einfach mal raus. Das ist, von meiner letzten Aufnahme ist 2 Stunden her, glaube ich, wo ich auch Team komplett abgeben konnte, wo ich mich auch gefragt habe, Bruder, was passiert hier eigentlich? Das ist echt so ein Tag zum Vergessen, muss man sagen. Ja, da kann man, absolut. Kann man schon fühlen. Kann man absolut. Fühlen, hey, aber immerhin nach Raoul. Ja, kann ich mir die 1 Million wiederholen, was der aktuell noch kostet. Da habe ich 1 Million da oben auf dem Tacho. Da kannst du den Krieg mit gewinnen, glaube ich, du Junge, Junge. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dennoch, ihr hattet ein bisschen Spaß. Checkt auf jeden Fall jetzt die Folge bei Ton aus. Dann nehmen wir ein Full-Icon-Dingen auf. Ist auch super. Ja, das ist super. Ja. Wenn schon, denn schon. Dann gehen wir richtig rein auf Zerstörungskurs hier. Ich bedanke mich, dass du da warst. Überlasse dir das Schlusswort. Daumen nach oben, wäre ein Träumchen. Ja, Freunde. Supportet Stani auf jeden Fall, lasst einen Daumen da und ein bisschen Liebe zeigen in den Kommentaren. Dann sehen wir uns, haut rein.